Wir befinden uns jetzt da in der Alpenstraße, in der Obus-Remise, und ich zeige euch jetzt einmal unsere Obus-Werkstatt. Da befinden wir uns jetzt in der Hauptwerkstätte, wo die Busse hauptsächlich repariert werden. Die Hauptwerkstätte hat verschiedenste Ausstattungen mit Arbeitsgruben sowie Hebeanlagen, wo wir die Busse aufheben können. Obus rauf und Obus wieder runter. Bei 93 Bussen, die an Spitzentagen gleichzeitig unterwegs sind, kann man sich vorstellen, dass es in der Obus-Werkstätte täglich ziemlich zugeht. Pro Tag werden bei uns ca. 10 Obusse repariert. Wir machen alle Reparaturen selbst, sämtliche mechanische, elektrische Reparaturen, und wir setzen auch die Karosserie selbstständig wieder in Gang. Im Normalfall sind 40 Personen in der Werkstätte damit beschäftigt, die Fahrzeuge in Schuss zu halten. Dabei geht es um Arbeiten nach einem Verkehrsunfall, aber auch um laufende Inspektionen, um die Sicherheit auf Salzburgstraßen zu gewährleisten. Nachdem der Obus ja fast rund um die Uhr fährt, braucht er dementsprechend auch Betreuung. Und in den wenigen Stunden in der Nacht, wo der Obus nicht fährt, ist eine Firma damit betraut, den innen zu reinigen. Also Full Service rund um die Fahrzeuge in der Obus-Werkstätte in der Alpenstraße. Und das ist bei der Kilometerleistung pro Fahrzeug auch nötig. Jeder Obus fährt im Jahr ca. 70.000 Kilometer und muss dementsprechend gewartet werden. Zu dem Zweck ist er zwischen 7 und 10 Mal im Jahr in der Werkstätte, um die gesetzlichen Prüfungen zu durchlaufen und die Servicearbeiten erledigen zu können. In der Regel ist der Ablauf immer der gleiche. Der Obus kommt in die Werkstatt rein, wird repariert, und bevor er dann wieder in den Liniendienst übergeht, wird er nochmal gewaschen.